Mein Name ist Nicola von Otto und ich bin jetzt seit 10 Jahren im Hasenbergl und bin zur Hasenberglerin geworden. Ich bin am 31.12.1966 in der Nähe vom Scheidplatz geboren, habe lange, lange Jahre in der Nähe vom Josefsplatz gewohnt, bin dort auch zur Schule gegangen, zur Grundschule, bin dann am Scheidplatz ins Gymnasium gekommen. Und habe da irgendwann festgestellt, ich bin war Anreisende zum Scheidplatz mit der Linie 12 und habe irgendwann festgestellt, da gibt es eine Linie 13, Endstation Hasenbergl. Da habe ich eigentlich das erste Mal den Begriff Hasenbergl gehört und dachte mir, was ist das? Klingt ja nett, gemütlich, laufen da tatsächlich die Hasen rum. Wusste ich nicht, ich bin auch nie so weit gefahren, sondern immer nur Harthof, das war so das Weiteste, was ich abenteuerlustige Sechstklässlerin damals zu bieten hatte. Hab aber dann in der 6. Klasse lustigerweise beschlossen, nächster Berufswunsch nach anderen, ich möchte gern Straßenbahnfahrerin werden. Und die Linie 13 klang mir sehr reizvoll, weil Hasenbergl, da wollte ich ja also schon immer mal hin, hab's nicht geschafft. Durch die Streckenführung der Linie 13 fand ich, da möchte ich mal, den Job möchte ich mal machen und vom Scheidplatz bis zum Hasenbergl fahren. Na gut, ich habe mich dann doch umentschieden, bin weiter am Scheidplatz zur Schule gegangen, habe da 1986 Abitur gemacht und blieb weiterhin im Schwabing, bis ich eines Tages in Schwabing einen Mann kennenlernte, der auch Puppenspieler war. Und wir wurden also gemeinsam einem Theater Puppenspieler und schließlich wurde aus den Puppenspielern wurde ein Liebespaar und auch ein Elternpaar und ich wurde schwanger und unsere Tochter kam am 29.09.2006 auf die Welt. Und natürlich stellte sich vorher die Frage, wo wohnen wir? Und nach langem Hin und Her und ja, aber und vielleicht doch nicht und Schwabing, ich will doch nicht raus aus meinem Schwabing, hieß es also, wir ziehen ins Hasenbergl, beziehungsweise ich ziehe zu meinem Mann. Wir haben am 27.09.2006 geheiratet, also gerade noch kurz vor der Geburt unserer Tochter. Und ich bin dann, weil es das Vernünftigste war, mit der Geburt meiner Tochter ins Hasenbergl gezogen und dachte mir, naja, wir werden mal sehen, wie das so wird. Naja, mittlerweile sind 10 Jahre vergangen. Meine Tochter am 29.09. hatte sie ihren 10. Geburtstag, ist 5. Klässlerin geworden und ist ein kleines Pubertier. Wir leben immer noch im Elternhaus meines Mannes. Und ich habe mittlerweile festgestellt, das Hasenbergl ist gar nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Bin mittlerweile durch das Kind sehr hier im Stadtteil vernetzt und möchte hier auch bleiben. Also Rückzug zum Scheidplatz, zum Josefsplatz, nein, möchte ich heute wirklich nicht mehr. Ich möchte hier bleiben. Und ich werde am 31.12.2016, also in ein paar Tagen, werde ich 50 und bin also in der Mitte des Lebens, feiere mein Bergfest sozusagen und bin von der Maxvorstädterin durch meine Tochter, durch die Geburt meiner Tochter zur Hasenberglerin aus Leidenschaft geworden.